Hallo, mein lieber Skorpion. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Skorpione. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Skorpion, hier geht's bergauf. Ich weiß nicht, ob du das auch schon so wahrnimmst. Ich habe aber schon irgendwo die Vermutung, dass das hier in einer bestimmten Angelegenheit, also dass das hier eine bestimmte Angelegenheit eventuell betrifft und dass es hier auch irgendwo weißt. Vielleicht fällt es noch schwer, das anzunehmen, dass hier jetzt etwas gut laufen soll. Also was man hier sieht, ist, dass du hier am Weg nach oben bist, dass auch einiges überraschend leicht verläuft. Ja, das kann man auch sehen. Das bedeutet nicht, dass alles leicht läuft, aber in bestimmten Punkten läuft es recht gut. Und das strahlt dann natürlich auch sehr positiv auf das restliche Befinden aus. Was hier noch wichtig ist, ist Folgendes. Du möchtest dich hier irgendwo verwirklichen oder irgendetwas verwirklichen oder irgendeinen Traum realisieren. Die Sache ist jetzt irgendwo die, dass man hier auch erkennen kann, dass du hier ein bisschen aktuell mehr auf Rückzug gehst, ein bisschen mehr die Komfortzone aufsuchst. Das hat auch einen gewissen hat schon auch einen Sinn, das ist jetzt an sich nicht negativ, nur es ist halt auch dieser Wunsch, den du hier hast, der bedeutet auch, dass du hier irgendwo rausgehst, sichtbar wirst, greifbar wirst. Ich weiß jetzt nicht, um was es geht. Kann jetzt etwas Berufliches sein, kann natürlich auch sein, dass es hier um etwas Privates geht, beispielsweise wenn du sagst, du möchtest neue Kontakte knüpfen, egal ob privat oder beruflich, dann wirst du nicht umhin kommen, dass man dich irgendwie kontaktieren kann. Und genau das ist hier momentan ein bisschen ein Thema, aber das ist jetzt an sich nichts Schlimmes, mein lieber Skorpion. Das kann auch einfach temporär sein, dass du das aktuell vielleicht auch brauchst, dass du dich ein bisschen zurückziehst, aber das Universum möchte, dass du dir das eben auch bewusst machst. Was hier dieses Vorhaben betrifft, dass du hier auch deine Komfortzone eben dementsprechend verlassen sollst und offenbar längerfristig auch erweitern sollst, ja. So insgesamt von außen betrachtet geht's bergauf bei dir. Also kann sein, dass du vielleicht in letzter Zeit mehrere Teufelskreise durchbrochen hast, dass dir hier einiges klar geworden ist und es geht jetzt eben bergauf. Achtung, das Leben verläuft immer in Wellen. Also wenn eine Herausforderung auf dich zukommt, dann schmeiß nicht alles hin. Ich meine, ich glaube nicht, dass du das machen würdest, aber sicherheitshalber besprechen wir das auch noch. Bitte wirf denn nicht alles hin. Herausforderungen kommen so oder so auf einen zu. Und es geht hier mehr darum, dass es insgesamt einfach bergauf geht und du diesen Herausforderungen, so wie ich das hier sehe, wenn hier etwas kommen sollte, auch gewachsen bist. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Du weißt, diese Blockaden möchten auch aufgelöst werden, sind bereit, aufgelöst zu werden, führen hier und da zu Stillständen oder Verzögerungen. Und wir fangen jetzt mal an auf deiner Ebene. Und hier geht es eben darum, dass du an irgendeiner
an irgendeiner Erinnerung festhältst oder an irgendetwas, was die Vergangenheit betrifft und dich das hier dementsprechend auch belastet. Ja, denn hier geht es auch darum, dass das hier dieses Festhalten an irgendetwas, was die Vergangenheit betrifft, das ist jetzt eben auch hinderlich, dass du die Vielfalt der Möglichkeiten erkennst, die sich dir offenbaren oder die sich dir offenbaren möchten. Ja, also das bedeutet, dass hier Platz geschaffen werden soll, damit hier etwas, damit sich hier auch etwas Neues ergeben kann. Dann haben wir hier eben auch, das passt jetzt auch sehr gut zusammen zu dieser Thematik, die Komfortzone betreffend. Hier zeigt sich auch, dass das hier einfach hinderlich ist, dieser Rückzug. Vielleicht war das jetzt eine Zeit lang einfach auch gut. Ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich sinnvoll war. Nur jetzt ist der Punkt erreicht, wo sich hier wieder etwas verändern darf. Also diese Phase geht dem Ende zu und jetzt geht es eben darum, dass du hier raus sollst. Es geht um Interaktion mit anderen, ja, egal auf welchen Lebensbereich du aktuell schaust. Und da schauen wir dann natürlich auch in den Lösungsimpulsen gleich näher nach, was das Universum hier vorschlägt, was du tun kannst, um diese Blockade hier eben aufzulösen. Und dann geht es hier um noch etwas in den Blockaden. Hier haben wir eine Engelszahl. Wenn du meine Legungen bereits kennst, dann weißt du, wenn eine Engelszahl auftaucht, dann bedeutet das auch immer, dass du aktuell am absolut richtigen Weg bist. So, jetzt habe ich's. Und bedeutet hier, in dem Fall geht es hier um die 111. Das ist auch immer der Beginn eines Zyklus, wo du schon bestimmte Ziele relativ klar definiert hast. Hier geht es auch um andere Personen, ja, und das ist hier aktuell einfach, hier haben wir eine Blockade. Wenn sich hier eine Engelszahl in den Blockaden zeigt, dann ist das aber auch immer ein Hinweis darauf, dass diese Blockade relativ leicht zu lösen ist oder wenn sie sich löst, dass es sich anfühlt, als würde sie sich wie von selbst lösen, ja, also das, du brauchst ja auch keine Sorge haben, also das soll ja auch geschehen, also hier geht es um einen Neuanfang auch im zwischenmenschlichen Bereich. Kann darauf hindeuten, dass du eben neue Kontakte knüpfen möchtest und es geht jetzt eben auch darum, dass du für dich auch vielleicht auch klar definieren sollst, welche Personen denn das sind. Also hier geht es sehr stark um Charakter und um das, was du möchtest. Und irgendwo macht es hier auch Sinn, denn vielleicht hältst du hier an irgendeiner Verbindung fest, die vielleicht gar nicht mehr besteht und es geht eben auch darum zu erkennen, warum diese Verbindung eventuell nicht mehr besteht. Also das muss jetzt auch nicht auf alle zutreffen, aber dieses Festhalten an irgendetwas Vergangenen hält auch diese Vergangenheit einfach hier und gibt dann eben diesen neuen Weg nicht frei, den du eben beschreiten möchtest. Und genau darum geht es jetzt auch, zu erkennen, was ist eben die Vergangenheit. Und das betrifft hier, habe ich einfach das Gefühl, das betrifft hier konkret andere Personen, egal ob privat oder beruflich gesehen. Ja. Und das ist anscheinend ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn das Universum möchte offenbar, dass es hier weiter bergauf geht für dich, mein lieber Skorpion. Und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir in die Lösungsimpulse vom Universum, was wir hier erfahren dürfen. Und hier zeigt sich Folgendes auf deiner Ebene. Es geht hier um eine Angelegenheit oder um irgendetwas, was sehr einseitig ist, also eine einseitige Sache. Das deutet jetzt schon darauf hin, dass das vermutlich eine weitere Person betrifft. Das heißt jetzt nicht, dass wenn es hier um eine weitere Person geht, also ich denke, das wird für den Großteil so sein. Das bedeutet nicht, dass diese Person ein böser Mensch ist. Das, was entscheidend ist, ja, ist nicht, wie diese Person drauf ist, sondern was kommt zurück. Und hier kann man erkennen, dass du sehr viel gibst. Und dass du hier vielleicht auch mehr gibst, als du solltest, als für dich gut ist und aber nichts zurückkommt. Also du bist bereit, hier etwas zu machen, aber vom Gegenüber kommt nichts.
Das kann jetzt natürlich, ich meine, wenn du meine Legungen kennst, dann weißt du, zum Thema Liebe lege ich nicht direkt, nur wenn es sich in den Karten zeigt. Also das kann jetzt natürlich auch auf eine einseitige Liebe hindeuten, muss aber nicht. Das kann auch eine einseitige Freundschaft sein. Das kann auch, wenn es hier um den Beruf geht, kann das natürlich auch eine geschäftliche Verbindung sein, die einseitig ist. Das kann natürlich auch im Bekanntenkreis sein und das kann auch die eigene Familie beispielsweise betreffen. Du weißt vermutlich ganz genau, um wen es hier geht. Es kann einfach auch etwas sein, was schon länger in deinem Feld ist. Und das ist jetzt wichtig zu erkennen. Und dann geht es jetzt auch nicht darum, dass du da dementsprechend irgendwie wütend sein sollst oder sonst irgendwas, ganz und gar nicht. Es geht hier mehr darum, das wahrzunehmen, anzunehmen und dann die Energie, die man hier hineinschüttet, sich zu überlegen, wo diese Energie eher gebraucht wird, wo auch etwas zurückkommt. Ja, das ist hier sehr, sehr wichtig. Und ja, also hier kann man eben auch erkennen, da fehlt auch einfach die Dankbarkeit. Denn da geht's jetzt nicht darum, dass du hier vielleicht jemanden unter die Arme greifst und die Person kann aktuell nichts zurückgeben. Ja, das ist es nicht, sondern es ist etwas, wo nicht mal gesehen wird, dass du etwas tust. Ja, also das mehr so in diese Richtung oder dass du voll dabei bist oder dass du eben alles, was du hast, hier hinein investierst. Und das ist eben sehr, sehr wichtig zu erkennen, denn wenn du das hier erkennst, ist das hier ein wichtiger Wendepunkt für dich. Ein was, wo du dann für dich auch auf längere Sicht erkennen kannst, ja, dann wenn du deine Energie dann nicht mehr hier hineingibst, dann kannst du sie nämlich woanders hineingeben. Vielleicht geht es eben auch hier um diese Traumerfüllung, die wir hier wahrnehmen können. Dann habe ich hier noch etwas. Das ist jetzt auch in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch in Skorpion-Legungen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine war, aber ich bilde mir ein, dass es beim Skorpion schon Thema war. Bei diesem Lösungsimpuls geht es jetzt gar nicht so sehr darum, was du tun kannst, sondern da geht es mehr darum, geht es mir um deine Haltung. Denn das Universum schickt dir offenbar Zeichen oder möchte hier in Kontakt mit dir treten. Ja, kann sein, vielleicht siehst du auch die 111 des Öfteren, vielleicht geht es auch darum, dass du für dich herausfindest, was diese Engelszahl für dich bedeutet. Also, dass du dich dementsprechend, recherchierst, nachsiehst, wie diese Zahl gedeutet wird. Das deutet jeder ein bisschen anders. Und du dann für dich auch herausfinden kannst, was das bedeutet. Das können natürlich auch eine andere Zahlenkombination sein oder es sind viele Zahlenkombinationen. Kann natürlich auch eine Uhrzeit sein, dass du immer wieder zu einer bestimmten Uhrzeit auf die Uhr schaust. Also der Klassiker ist einfach 11.11 Uhr. Kann natürlich auch eine andere Uhrzeit sein, kann natürlich, das sage ich auch immer wieder dazu, kann natürlich auch ein bestimmtes Tier sein, das dir plötzlich immer wieder über den Weg läuft, das du sonst nie siehst, dass du dementsprechend mal nachsiehst, was das für ein jeweiliges Krafttier ist. Das wird auch unterschiedlich gedeutet. Das kann dir natürlich auch dabei weiterhelfen, was zu tun ist. Es kann aber auch, es können bestimmte Symbole sein, es können Zeichen sind für jeden ein bisschen anders, sehr, sehr individuell auch oft, ja. Und hier möchte das Universum, dass du dich dem auch öffnest, mein lieber Skorpion, denn du bekommst hier irgendwo Zeichen und Antworten, die dir auch dabei helfen, hier aktiv zu werden, in die Sichtbarkeit zu gehen. Vielleicht geht es ja auch einfach um einen beruflichen Wunsch, den du hast, und es geht eben auch darum, deine Idee hinauszubringen, ja. Und sie kann nicht realisiert werden, wenn du es einfach ja in dir behältst. Achtung, das bedeutet nicht, dass du, wenn du jetzt beispielsweise eine sehr innovative Idee hast, hier irgendetwas umsetzen möchtest, dass du dann jedem erzählen sollst, was du vorhast. Das ist es natürlich nicht. Das soll natürlich so lange unter Verschluss bleiben, bis das Ganze dann auf sicheren Beinen steht und nur mit Vertrauenspersonen behandelt werden, ja.
Es geht mehr darum, eben in Kontakt mit anderen zu kommen. Das ist hier irgendwie sehr, sehr wichtig für dich, dass du hier auch weiterkommst und eben auch, was die Realisierung dieses Traumes betrifft. Natürlich kannst du bestimmte Eckdaten teilen, aber das, was das Ganze so besonders macht, das muss man natürlich jetzt hier nicht teilen, denn das ist ja auch nicht der Punkt, ja. Also hier geht es ganz stark um diese Zeichen, die dich dabei unterstützen, dass du dann auch, ja, rauskommst, ja, rausgehst. Und dann habe ich hier etwas im Umfeld und das ist auch sehr spannend. Ich habe hier irgendwo das Gefühl, es könnte hier auch um diese einseitige Angelegenheit gehen. Hier kündigt sich Gerechtigkeit an. Das bedeutet, für dich, da kannst du jetzt auch, da geht es jetzt auch nicht darum, dass du hier irgendetwas machen sollst. Ich meine, es kann jetzt natürlich sein, dass hier bei dem einen oder anderen vielleicht eine Gerichtsverhandlung anstehen könnte, ja. Dementsprechend dann auch bitte, weil du weißt, das ist ja auch keine Rechtsberatung, dementsprechend dann auch bitte mit einer Juristin, mit einem Juristen darüber sprechen und dich dahingehend austauschen. Hier kündigt sich auf jeden Fall Gerechtigkeit an und zwar in einem Zeitrahmen, ja, den man in etwa absehen kann. Also das soll nicht mehr so lange dauern und anscheinend ist es wichtig, dass du darüber in Kenntnis gesetzt wirst. Also in einer zwischenmenschlichen Angelegenheit soll Gerechtigkeit stattfinden. Und ich denke, auch hier geht es um die innere Haltung, also dass du das auch glaubst und vielleicht geht es auch darum, dass du dann hier ein Stück weit einfach loslassen kannst und dich auf etwas anderes konzentrieren kannst, nämlich diese Sache, die du hier rausbringen möchtest oder die du realisieren möchtest. Vielleicht ist es hier auch eine Reise, die du machen möchtest. Das kann ein Umzug sein, das kann ein berufliches Vorhaben sein, es können natürlich auch mehrere Dinge sein. Aber das braucht jetzt eben deine Energie und auch ja, eine offensivere Haltung. Ja, das ist hier sehr, sehr wichtig. Schauen wir jetzt mal in die Tendenz, also was höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommt. Und da kann man erkennen, dass in dieser einseitigen Angelegenheit hier geht's darum, dass du hier deine Energie, ja, wieder rausholen kannst, also dass man das hier irgendwie so lösen kann oder dass du das für dich so lösen kannst, dass du deine Energie da hineingibst, wo sie hingehört und nicht dahin, wo nichts zurückkommt. Denn du möchtest hier in ein Wachstum gehen, habe ich das Gefühl. Und das ist hier auch ein ganz entscheidender Wendepunkt für dich. Wichtig ist aber, dass du dich damit auseinandersetzt und eben auch, wie du das Ganze löst. Kann natürlich auch sein, dass sich hier dann eine andere Lösung ergibt, die dann auch für dich stimmig ist. Das ist natürlich auch möglich. Aber insgesamt geht es eben darum, dass das hier nicht mehr so belastend ist und dass du hier dann auch mehr Energie über hast eben für andere Dinge. Und das ist hier sehr, sehr wichtig. Kann natürlich auch sein, dass das hier dafür steht, dass sich hier einvernehmlich auch Wege trennen können, dass man, oder wenn es hier um ein gemeinsames Projekt beispielsweise geht, dass man dann sagt, okay, das führt zu nichts, lösen wir das Ganze auf, ja. Also was ich hier einfach sehe, ist, dass das recht friedlich sein soll, ja, und friedlich ablaufen kann und dass du dann einfach auch den Kopf frei hast. Was ich jetzt noch habe, mein lieber Skorpion, ist, dass eben hier Unterstützung am Weg zu dir ist und das hat ja auch mit diesem Zeichen zu tun, was eben bedeutet, dass also offenbar bekommst du hier irgendwelche Hinweise, die dir eben weiterhelfen. Und wenn du dich eben auf diesen Weg begibst, also hier geht es um diese Traumrealisierung, habe ich einfach das Gefühl. Und je mehr du dich darauf fokussierst, desto mehr ziehst du genau die Personen an, die auch hier dazugehören. Ja, das ist irgendwie ganz automatisch. Das passiert wie von selbst, dass sich hier etwas verändert und transformieren kann. Wichtig ist aber einfach, dass du eben beginnst und es geht nicht darum, dass du weißt, wie das alles dann laufen soll, sondern eben, dass du Schritt für Schritt weitergehst, denn hier kann sich sehr, sehr viel Positives ergeben.
Und hier können wir auch ein sehr, sehr gutes Wachstumspotenzial erkennen, ja. Und wie gesagt, du bist hier dann auch nicht allein. Also kann auch einfach sein, dass sich hier etwas verändern soll und dass es eben einfach so wichtig ist, dass du diese einseitige Angelegenheit für dich einfach auch auflöst, weil dann einfach auch Platz ist für Neues und für neue Verbindungen, die eben auch harmonisch sind und ausgeglichen. Und dann habe ich hier noch etwas für dich und das betrifft ja das Umfeld. Und zwar bekommst du hier irgendeine wichtige Information, die du jetzt vom aktuellen Zeitpunkt aus noch nicht erkennen kannst. Du bekommst hier irgendeine oder du sollst hier eine bestimmte wichtige Information bekommen. Die kann man nicht auf den ersten Blick sehen oder das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Ich hole hier noch eine weitere Karte. Ah, okay. Hier bekommen wir noch die 444, also noch eine Engelszahl herein. Und die 444 steht in meinen Legungen auch dafür, dass dein Weg beschützt ist. Also das Gefühl hatte ich hier auch schon die ganze Zeit. Also du bist hier beschützt. Also du hast hier, also irgendetwas oder jemand schaut hier auf dich. Du wirst hier irgendwo gelenkt. Das können natürlich auch reale Personen sein, ja. Und irgendeine wichtige Information in Kombination mit der 444 kommt hier auf dich zu. Da geht es auch darum, bei der 444 geht es oft auch darum, dass hier eine Veränderung in Vorbereitung ist. Also dass du hier dann vermutlich eine Veränderung vorbereitest und eben durch das Umfeld eine wichtige Information bekommen sollst. Also hier geht es einfach darum, dass du in deinem Tempo gehen sollst und das, was du brauchst, soll im richtigen Moment zu dir kommen. Also das haben wir hier auch zweimal liegen. Kann auch eine Begegnung mit einer Person sein, die sehr kurz ist. Eine Person, die dir vielleicht musst du irgendwo anrufen oder vielleicht geht es ja um irgendetwas Organisatorisches und diese Person sagt dir dann in einem Satz, was zu tun ist und das Problem ist dann oder irgendein Problem ist dann einfach vom Tisch. Ja, also das kann natürlich beispielsweise auch so geschehen. Ja, also das ist hier auf jeden Fall wichtig für dich zu erfahren und ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.